So, nun aber zu den Regeln des Ramschens. Und ihr seht schon, es sieht erstmal genauso aus wie beim Skat und das ist auch gut so. Die Karten werden ganz normal verteilt. 3 Spieler, jeder bekommt 10 Karten, 2 kommen in die Mitte. Wann überhaupt eine Runde Ramsch startet, das ist schon wieder so ein bisschen das, was eben bei Kneipenregeln so ein bisschen der Nachteil ist. Da gibt es so viele Varianten, das spielt jeder irgendwie ein bisschen anders. Klassiker wäre immer, wenn ein Spiel mit 60 verloren wurde oder auch nach einem Grand Hand, dann gibt es immer 3 Bock, 3 Ramsch. Ne? Bock ist auch nur eine Variante, wo einfach die Punkte doppelt zählen und danach dann 3 Spiele Schieberamsch. So wird es oft gemacht. Ihr könnt aber natürlich eure eigenen Regeln auch ergänzen, immer zur vollen Stunde oder immer, wenn die Gläser leer sind oder auch mal einen ganzen Abend einfach nur Ramsch ist auch möglich. Ja, ihr seht hier oben, ich habe es nochmal angedeutet, die Reihenfolge ist genau gleich wie beim Skat, also Ass, 10, König, Dame, 9, 8, 7. Auch die Augen zählen genau wie beim Skat und es ist im Prinzip so ähnlich wie beim Grang, nur die Buben sind Trumpf. Also es ist eigentlich genauso wie beim Grang, nur die Buben sind Trumpf. Der Unterschied ist jetzt folgender, es geht beim Ramsch darum, möglichst wenig Augen zu bekommen. Ganz konkret, wer am Ende des Spiels die meisten Augen hat, der verliert. Bekommt diese Augen eben auch als Minuspunkte angeschrieben. Anders als beim Skat sonst üblich ist es nicht so, dass am Anfang durch einen Reizvorgang direkt eine 2:1 Parteienbildung stattfindet, sondern beim Ramschen kämpft wirklich jeder für sich. Ja, jeder sammelt seine eigenen Stiche ein, bekommt seine eigenen Punkte und dennoch ergibt sich häufig im Spielverlauf schon so eine kleine Parteienbildung, weil eben zwei merken, oh, der andere hat schon ganz schön viele Augen, dann idealerweise immer noch bei dem rein. Also versucht beim Ramsch nicht gleich am Anfang wie das schwächste Tier in der Herde zu wirken, weil das dazu führen kann, dass sich die beiden anderen so ein bisschen schon auf euch einschießen. Ja, der Skat wird am Anfang, das gibt dem Spiel, dem Schieberamsch, den Namen rumgeschoben von jedem. Also jeder kann einmal in den Skat schauen, startend bei Vorhand. Der gibt dann den Skat, schiebt ihn weiter zu Mittelhand, der schiebt ihn weiter zu Hinterhand. Jeder darf also einmal in den Skat schauen und 2 Karten austauschen. Es sei denn, ihr spielt die Variante ohne Schieberamsch, dann kommt der Skat typischerweise einfach zur Seite und spielt gar nicht mit. Am Ende bekommt den Skat und die Augen im Skat der Spieler, der den letzten Stich macht, typischerweise. Und das ist natürlich keine gute Nachricht, denn es geht ja darum, möglichst wenig Augen zu bekommen. Und aus genau dem gleichen Grund liegen da häufig auch noch 2 volle drin. Also den letzten Stich machen und den Skat bekommen beim Schieberamsch meistens keine gute Nachricht. In der Variante ohne Schiebung gibt es auch die Variation, dass der den Skat bekommt, der die meisten Augen hat und nicht für den letzten Stich macht. Aber typischer ist es so, wer den letzten Stich macht, bekommt auch den Skat. Jetzt aber nochmal vom Anfang. Wenn ihr beim Ramschen halt viele Buben und Asse habt, dann seid ihr häufig natürlich komplett chancenlos. Dann werdet ihr die meisten Augen machen und deswegen gibt es am Anfang die Grang-Hand-Abfrage. Also jeder Spieler hat reihum die Möglichkeit, einen Grang Hand anzusagen als Alternative zum Schieberamsch. Und das führt einfach dazu, dass natürlich auch mal sehr gute Grang Hands gespielt werden, die dann gewonnen werden. Klar, die sind auch mal unterwegs, aber viel häufiger ist es natürlich der Fall, dass man eher so Not gegen Elend abwägen muss. Ne? Beim Grang Hand sieht es auch nicht wirklich gut aus. Mit sehr viel Glück könnte der gehen, aber beim Ramsch habe ich vielleicht gar keine Chance. Dafür habe ich zu viele volle und zu viele Buben. Von daher, manchmal ist der Grang Hand einfach das etwas kleinere Elend und das ist insofern natürlich auch schon lustig, als man da die irresten Grang Hands gesehen hat, die du sonst am Skattisch üblicherweise nicht spielst. Ja, und wenn dann so einer eben mal gut geht, dann führt das genauso zu Freude, wie wenn so ein Grang Hand dann mal mit im Schneider an die Wand fährt. Also, Grang Hand Abfrage am Anfang. Dann, wenn ich beim Schieberamsch dran bin und in den Skat schauen darf, dann kann ich wie beim richtigen Skat auch darauf verzichten. Das nennt sich dann nicht Handspiel, sondern das ist dann das berühmte Schieben. Das heißt, ohne reinzuschauen, schiebe ich den Skat einfach weiter.
Warum sollte ich das tun? Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, wenn ich eine sehr gute Karte habe, es verdoppelt sich der Verlustwert. Also wer verliert, sagen wir mal mit 100 Augen, der kriegt dann nicht minus 100, sondern minus 200, wenn noch ein Schieber im Spiel war. Und das andere ist, wenn ich im Skat einen Buben finde, dann darf ich den nicht weiterschieben. Buben dürfen beim Schieberamsch nicht geschoben werden. Und das bedeutet, gerade der Erste, der eben den Skat aufnimmt, hat das Risiko, auch einen Buben zu finden, den er dann nicht wieder loswerden kann. Von daher, auch das kann eine Begründung sein, zu schieben. Typischerweise sollte man aber natürlich die Idee haben oder den Gedanken haben, dass man mit seinem Blatt auch nicht verlieren wird. Denn sonst holt man sich einfach die doppelten Punkte rein. Das ist es natürlich nicht wert. Ist also auch immer so ein bisschen eine Abwägungssache. Ja, wer es ein bisschen weiterdenkt, kann auf die Idee kommen. Ja, das ist möglich, selten aber möglich. Spieler 1 schiebt, Spieler 2 will auch keinen Buben finden, schiebt und Spieler 3 entweder so verzweifelt oder so genial, schiebt jetzt auch noch mit. Also alle drei Spieler schieben, dann zählt es am Ende achtfach. Wer das Spiel dann verliert, der kann richtig ins Minus gehen. Ja, es gibt noch eine weitere Besonderheit, wie das so ist bei Spielen. Du kannst auch im Spielverlauf noch versuchen, die anderen zu linken mit einem sogenannten Durchmarsch. Und das bedeutet, du musst alle Stiche machen, ne? Typisch dreimal geschoben, zwei haben wirklich so die Karte, um nicht viel zu bekommen. Sind die ersten 3, 4, 5 Stiche noch super optimistisch und dann dämmert ihnen, Moment mal, der andere macht einen Stich nach dem anderen, der wird doch nicht und dann, ja, häufig gelingt es dann, fällt die Entscheidung im 8., 9., 10. Stich, ob er wirklich alle Stiche macht oder ob die Gegner dann doch noch Lunte gerochen haben und die eine Karte behalten haben, um am Ende noch einen Stich zu machen, dann kommt die nächste Variante hinzu. Wenn einer der Spieler am Ende des Spiels gar keinen Stich bekommen hat, dann ist er Jungfrau und auch das führt noch zu einer Verdopplung. Da könnt ihr jetzt also sehen, was dabei werden kann. Drei Leute schieben, einer versucht einen Durchmarsch, scheitert jetzt im 10. Stich. Der eine macht noch einen Stich und hat jetzt irgendwie 100 Augen und das Ganze zählt jetzt 16-fach, nämlich doppelt wegen dem ersten Schieber, doppelt wegen dem zweiten Schieber, doppelt wegen dem dritten Schieber und jetzt nochmal doppelt, weil einer Jungfrau ist. Das sind dann in einer Partie, die hier 2 Minuten nicht mal ganz dauert, minus 1600 Punkte und das ist natürlich der Grund, warum das Spiel irgendwie so irre und so verrückt ist und warum es zu Recht auch nicht für ein Skat-Turnier taugt, denn der Leistungsvergleich, der Gedanke, hier auch mit Taktik irgendwie und Strategie was zu machen, der wird durch solche krassen Punkteausreißer natürlich außer Kraft gesetzt. Dann machst du mit einem Spiel, oder wenn der Durchmarsch gelingt, machst du mit einem Spiel so viele Punkte, wie du sonst in der ganzen Liste spielst oder eben doppelt so viele Minuspunkte. Ne? Das ist genau das, was dieses Ramsch so verrückt macht. Ja, ich denke, die Regeln habe ich jetzt. Damit das Ganze ein bisschen klarer wird, würde ich sagen, wir spielen jetzt hier auch einfach mal mit offenen Karten eine Partie durch, eine Beispielpartie. Also, ich habe die Karten wirklich einfach nur so gemischt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe es hier schon, glaube ich, ein bisschen vorsortiert, aber ansonsten einfach mal eine Partie hingemischt, wo wir uns jetzt mal im Trockenen anschauen können, was wahrscheinlich so passieren könnte. So, also, hier ist der Geber, hier ist Vorhand. Vorhand guckt rein. Erste Frage, hat einer einen Gang Hand? Naja, ein Bauer, zwei Asse, aber doch nicht in der Nähe von einem gewinnbaren Gang Hand. Also der Spieler verzichtet. Mittelhand genauso. Hinterhand hat zwar die beiden oberen Buben aber und auch noch ein Ass, aber auch das reicht natürlich nicht. Also keiner spielt Gang Hand. Jetzt darf der Spieler hier in den Skat schauen oder eben auch nicht. Aber sein Blatt ist ehrlicherweise nicht gut genug. Er hat keine 7 im Blatt. Er hat die gute Nachricht ist, dass er nur einen kleinen Buben hat und keinen Karo, aber idealerweise wäre schon schön, wenn er in seinen langen Farben vielleicht Pik oder Kreuz eine 7 findet. Aber selbst wenn nicht, dann ist es nicht wert zu schieben, denn das würde den Wert verdoppeln und er ist
ehrlicherweise schon stark gefährdet, das Spiel zu verlieren. Er schaut also rein und ja, an guten Tagen findest du jetzt wirklich Kreuz 7, Pik 7 und hast plötzlich ein richtig gutes Ramsspiel, wo du vielleicht gar keinen Stich bekommst. Aber an schlechten Tagen liegt jetzt wirklich der Bube, den er auch nicht mehr loswerden kann. Und noch eine 10 dazu. Ja, ehrlicherweise gar nicht so leicht zu sagen, was man jetzt hier drücken sollte. Sicher zwei volle wäre das Typische. Schwer abzusehen, was jetzt hier das Beste ist. Man kann vielleicht Kreuz, Ass und Herz 10 drücken. Kann auch einen Pik vollen mit auf die Reise schicken, wobei die Farbe eigentlich zu lang ist. Also taktische Überlegung. Also Kreuz, Ass ist vielleicht eine Karte, die weggehört. Und ja, man kann schon fast überlegen, ob man wirklich die sogar die Kreuz 9 mit weglegt und den König behält. Warum das vielleicht sinnvoll sein könnte, kann ich gleich nochmal zukommen. Aber sagen wir mal einfach, er schiebt Kreuz, Ass und Herz 10 weiter. Das ist insofern auch, selbst wenn es für ihn vielleicht auch noch Alternativen gäbe, ist es insofern auch, spricht es wieder dafür, dass der nächste Spieler jetzt natürlich mit zwei Vollen in zwei Farben jetzt auch nicht unbedingt besonders viel anfangen kann. Ne? Wenn man hier etwa die Kreuz 9 dazu läge, dann würde das diese Reihe da ganz gut ergänzen. Also so wird weitergeschoben. Spieler hier, gleiche Frage, schieben oder reinschauen. Buben kann er nicht mehr finden, das ist klar, denn es ist eben nicht erlaubt, einen Buben zu schieben. Dennoch auch dieses Blatt mit den ganzen, ja, mit der Farblänge in Herz und in Karo jeweils ohne der 7 auch nicht prädestiniert für eine Schiebung. Der Spieler wird auch reinschauen, findet jetzt natürlich nichts besonders Dolles. Zwei Volle war ja schon zu befürchten. Ja, vielleicht wird er den Pik König wegdrücken. Gute Nachricht, er hat keinen Buben. Wenn Bube auf den Tisch kommt, kann er schmieren. Vielleicht wird er auch zwei Volle drücken. Ich denke mal, Kreuz, Ass, Pik, König ist zumindest eine plausible Variante. Aber ihr seht hier auch schon, es gibt bei diesem Schieberamsch jetzt schon unfassbar viele Möglichkeiten, das Spiel zu gestalten. Alleine dadurch, dass jetzt jeder zwei Karten wegdrücken kann. Und welche sind denn nun jetzt eigentlich die besten oder die schlechtesten, die man wieder loswerden will? Auch alles nicht so leicht. So. Karten werden weitergeschoben, dritter Spieler darf auch reinschauen. Hat zwar vielleicht wirklich das beste Blatt, weil er drei Siebenen in der Hand hat, aber dennoch die beiden alten Buben, das Karo Ass noch dabei, da kann es auch nochmal brenzlig werden. Also eine Verdopplung durch Schieben würde der vielleicht auch nicht unbedingt wetten. Bisschen typbedingt, vielleicht gibt es auch welche, die es riskieren würden. Na, nur die blanke Herz 7, die ist einem schnell rausgezogen. Auch die Pik 7 muss man schnell dabei tun und dann kommt man hinten mit dem Buben rein und hat, na, also so oder so, vielleicht schiebt er auch. Aber lass ihn jetzt uns einfach mal nochmal reingucken. Pik König und Kreuz Ass. So, dann drückt er, weiß ich nicht, sagen wir mal Karo Ass, Kreuz Ass. Auch eine Variante, die sehr beliebt ist, ne? Taktische Variante ist mit das erste, was mein Vater mir erklärt hat. Vielleicht machen wir das hier auch einfach mal. So eine blanke 7, mit der kannst du eigentlich wenig anfangen. Denn sehr häufig wird in den ersten Stichen diese 7 einfach rausgezogen mit dem König oder so. Und du kommst dann damit nicht später einfach vom Spiel weg. Ne? Deswegen gerade so in der Gefahr, am Ende mit den Buben spät erst angespielt zu werden und dann nicht mehr vom Spiel wegzukommen, dann bekommt man ja auch den Skat, ist es eine durchaus pfiffige und vielleicht die unterschätzteste oder die am wenigsten bekannte Ramsch-Strategie für Fortgeschrittene bis Profis, auch eine blanke 7 oder eine 7 einfach mal mit wegzudrücken. Also sagen wir mal, Kreuz, Ass, Herz 7 geht in den Skat, das wissen die anderen natürlich noch nicht. Und jetzt startet eigentlich erst die Partie. Ja, typische Eröffnungsstrategie, erstmal die Siebenen bei den anderen rausziehen. Idealerweise am Anfang ein paar Stiche machen, aber noch nicht so große und dann vom Spiel gehen und danach nichts mehr bekommen. Das wäre eine typische Ramsch-Strategie. Also Könige, wichtige Karten, wenn man damit die kleinen Karten rausziehen kann, ohne zu viele Augen zu bekommen. Also wäre vielleicht die Hoffnung, mit dem König dran zu bleiben, dann vielleicht Pik 8 oder 9 zu spielen, um da die 7 rauszulocken, sowas in der Art. Aber der Spieler hier sieht natürlich auch die Gefahr, der will mit der Kreuz 7 irgendwann nochmal vom Stich gehen. Das ist seine einzige Chance, wegzukommen. Und deswegen wird der möglicherweise mit der 10 hier erstmal den Stich übernehmen. Der Spieler hier gibt ihm einfach die Dame dazu. Ja, und jetzt ist er im Prinzip typischerweise dabei, auch seine längeren Farben quasi zu etablieren. Also die kleinen Farben, Karten rauszulocken.
locken. Startet hier vielleicht mit der Karo Dame. Warum die Dame und nicht die 9? Naja, er möchte eigentlich am Spiel bleiben, also zumindest einen kleinen Anreiz geben, dass er den Stich auch behält. Der Spieler hier wird sich die Sache vielleicht erstmal einmal angucken. Und das ist natürlich gut für den Spieler hier in Vorhand. Der hat jetzt auch wieder Varianten. Er kann die 3 Augen stechen, dann ist er ein Buben los. Ne? Er kann auch direkt schmieren, dann ist er 11 Augen los. Er kann sich ein bisschen auf den Spieler einschießen, aber natürlich ist fragwürdig, ob oder weiß er nicht, ob danach sofort die Farbe wieder gewechselt wird. Also ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht so eine dusselige Idee, aber auch da scheiden sich im Zweifel die Geister. Er könnte eben einfach hier stechen. Wie gesagt, ist den Buben los und jetzt erstmal mit der Kreuz 9 weiterspielen, damit er da nicht mehr angespielt wird. Fällt tatsächlich 9 und 8, wie gewünscht. Jetzt würde er vielleicht ja, in Herz oder in Pik reingreifen, was zuerst ist auch immer ein bisschen Geschmackssache. Sagen wir mal, er greift hier in die Pik-Lusche und jetzt hat der Spieler hier natürlich die Chance, voller Augen loszuwerden. Karo kann er sowieso, also eigentlich kann er in beiden Farben nicht komplett kurzfristig alles loswerden. Von daher, ob er sich jetzt für Karo 10 oder für Herz-Ass entscheidet, auch schwer vorherzusehen. Sagen wir mal, er entscheidet sich für Herz-Ass, weil es ein Auge mehr ist. Und das ist für den Spieler hier jetzt natürlich auch ein bisschen bitter. Er sieht jetzt, dass da die ganzen Piken sitzen und auch schon ein Bube weg ist. Wenn er jetzt die 7 legt, dann kann er später auf die Piken wieder angespielt werden. Auch unangenehm. Also ob er da jetzt die 7 legt oder ob er diesen Stich vielleicht sogar nochmal mitnimmt, auch schwer vorherzusehen. Zumindest nicht komplett absurd, dass er den auch erstmal mitnehmen würde. Naja, okay, sagen wir mal, das ist ihm zu viel jetzt. Ne? Ihr seht schon, alles ist möglich. Beim Ramschen. Er bleibt vielleicht unter. Damit ist die Pik 8 hier die niedrigste Karte. Das hat schon mal geklappt. Jetzt würde der Spieler eben versuchen, die kleinen Herzen noch rauszulocken, bevor er mit dem Buben oder der Pik 8 vom Stich geht. Herz Dame. Der Spieler hier sagt vielleicht, na, jetzt bleibe ich besser runter und jetzt schlägt die Stunde vom Spieler hier in Hinterhand. Der hat eben mit der gedrückten Herz 7 gut taktiert. Und kann jetzt entweder die 3 Augen stechen, aber vielleicht ist es ihm an der Stelle jetzt erstmal wichtiger, das Karo Ass loszuwerden, denn er weiß inzwischen, da sitzen die anderen Karos. Und er kommt mit der Karo 7 später immer nochmal vom Stich. Also wusch, haut er jetzt erstmal das Karo Ass rein. Und das ist jetzt für den Spieler hier natürlich auch unangenehm. Jetzt kann er wieder überlegen, will er nochmal die Herz 7 rauslocken, denn das ist das Perfide. Er weiß ja nicht, dass die Herz 7 nicht noch im Spiel ist. Ne? Wenn er jetzt Pik rausspielt oder den Buben, weiß er noch nicht, wer rankommt. Selbst wenn der Spieler erst rankommt, könnte der auf Karo wieder den anspielen und dann kommt von hier im Zweifel, ne, dann könnte er die Herz 9 abschmeißen. Aber anyway, Herz 9 hängt ihm hier jedenfalls, es könnte eine Übergabe in den Buben stattfinden. Er könnte dann mit der Herz 9 auch wieder angespielt werden. Also das Perfide ist, er weiß gar nicht, dass die Herz 7 gedrückt ist. Vielleicht würde er jetzt noch die Pik 9 nach, die Herz 9 nachspielen. Sagen wir mal einfach, er tut das. Herz 9, Herz König. Und das sind jetzt nur 4 Augen. Jetzt sagt der Spieler hier vielleicht, Moment mal, ich habe eine Idee. Ich steche den mit dem Buben. Greife hier noch einmal mit dem Buben zu. Natürlich mache ich dann jetzt die Punkte, aber ich kann später nicht mehr in den Kreuzbuben eingespielt werden. So, Spieler hier weiß, dass er ein Herz vielleicht das eher reparieren kann als in Karo, haut die Herz 10 rein und jetzt mit der Karo 7 vom Stich und plötzlich haben der Spieler in Hinterhand und der Spieler in Vorhand kein Problem mehr und die Reststiche gehen hier an den Spieler in Mittelhand zugegebenermaßen. Der hatte auch am Anfang fast ein genauso übles Blatt wie der Spieler in Vorhand. Also der muss jetzt natürlich übernehmen und hat dann auch die restlichen Stiche. Zur Belohnung bekommt er jetzt eben auch noch den Skat. Den habe ich hier einfach, ne? Auch wenn das jetzt nur 11 Augen sind. Ja, und jetzt wird eben gezählt. Ne? So, jeder hat seine Stiche gesammelt. Wer hat jetzt verloren? Wer die meisten Augen hat? Mein Gefühl ist, es muss definitiv hier der Spieler in Mittelhand mit den roten Karten sein. 17, 38, 48, 59, 63 mit 70 Augen verloren. Also logisch, die beiden anderen brauchen wir jetzt nicht mehr einzeln zählen. Die haben zusammen die anderen 50 Augen irgendwie aufgeteilt. Spieler hier verliert, bekommt minus 70 Punkte. Der Spieler gibt, nächstes Spiel ist der Rote hier in Vorhand, hat die erste Entscheidung, ob er schieben möchte oder nicht. Ja, und das ist es an sich beim Schieberamsch. Also,